In diesem Video zeige ich dir einen sehr schönen emotionalen Akkordtrick, der durch einfaches Verschieben von einem einzigen Ton im Akkord entsteht und der gar nicht so oft verwendet wird, tatsächlich aber sehr, sehr intensiv wirkt, bei einigen Menschen sogar dafür sorgt, dass die Tränen fließen, ja, dass sie anfangen müssen zu weinen, wenn sie diesen Akkord hören. Wir gehen natürlich auch darauf ein, was die Ursachen davon sind. Auch mich lässt dieser Akkord alles andere als kalt, da bin ich ganz offen und ehrlich mit euch. Ich muss nicht weinen, aber ich bekomme die Gänsehaut meines Lebens und mich haut's vom Hocker, wenn ich Bands wie Led Zeppelin mit dem Song Kashmir höre, in dem dieser Akkord vorkommt, oder auch zum Beispiel Dream Theater im Song Misunderstood. Und auch in sämtlichen Filmstudios gilt dieser Akkord als absoluter Geheimtipp. Tabs zum Herunterladen gibt es bei mir im Mitgliederbereich auf gitarreninstitut.com für aktive Mitglieder. Da könnt ihr die Tabs herunterladen unter YouTube-Bonusmaterial. Dieser Akkord entwickelt sich aus einem ganz gewöhnlichen D-Dur heraus, indem wir die Quinte um einen Halbtonschritt erhöhen. Die Quinte ist in dem Fall die Note A in Bezug auf den Grundton D. Und aus dem A machen wir jetzt ein A-Is. Dazu suchen wir jetzt auf dem D-Dur-Griff die Note A raus. Hier haben wir sie. Das ist der Zeigefinger, der greift den zweiten Bund. Und jetzt setzen wir das A einen Halbtonschritt höher an. Also wir nehmen den Mittelfinger und setzen den hier in den dritten Bund und erhalten hier die Note A-Is, eine übermäßige Quinte. Man nennt das in der Musiktheorie eine Alteration, die eben ein Auswuchs oder eine Erweiterung des Dur-Akkordes bedeutet. Auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär, aber eingebettet in eine Akkordfolge eröffnen sich ganz neue Klangwelten. Warum ist das so? Ein Akkord besteht ja im Wesentlichen aus drei Tönen, dem Grundton, einer Terz und einer Quinte. Und der Grundton sorgt fürs Fundament, für die Orientierung, für den Fixpunkt. Die Terz sorgt für die Emotionen, ist es traurig oder fröhlich. Und die Quinte ist ein reines Intervall, was einfach den Akkord oben drüber noch ein bisschen abrundet und richtig schön macht. Wir haben Grundton, Basis, Terz die Emotion und Quint den blauen Himmel, wie in Bayern. Wenn man jetzt an dieser reinen Quinte rüttelt in die eine oder andere Richtung, dann erhält man eine Spannung, die so schwer auszuhalten ist, dass die Sehnsucht in uns größer wird nach Auflösung. Hört euch mal jetzt mit diesem Wissen der dissonanten Spannung mein folgendes Beispiel an. Warum klingt dieser Ton so schräg und doch so schön? Er gehört nicht in die Tonleiter rein, also absolut nicht in die Tonleiter rein. Er gibt der Harmonie aber eine Wendung, weil man sich auf diese Quinte so sehr verlässt in ihrer Reinheit und an Standfestigkeit. Und wenn ich jetzt unserem alterierten D-Akkord auch noch die Terz entziehe, dann habe ich einen Sus 2 oben drüber mit der E-Seite und kann gleichzeitig mit Zeige und mit dem kleinen Finger eine Melodie reinspielen, wie es zum Beispiel bei Dream Theater im Song Misunderstood vorkommt. Im Internet kursieren viele Meinungen zu diesem Akkord. Einige denken, es wäre ein G-Moll/D, ja? Ist nicht ganz richtig, vor allen Dingen muss man immer den Zusammenhang in der Akkordfolge sehen. Natürlich würde G-Moll reinpassen und auch G-Moll/D ist an für sich nicht falsch, aber die Akkordbezeichnung darf man nicht nur vertikal betrachten, sondern muss auch horizontal gucken, was für Akkorde habe ich links und rechts liegen und wie ist mein gesamter harmonischer Aufbau in der Struktur. Dieses Beispiel habe ich für uns mal in ein Picking eingebettet, weil ich glaube, dass man so noch viel mehr spürt, wie es ein Pakt.
Ich spiele hier im ersten Takt einen D-Dur und setze hier ganz gezielt meine Hammer-on-Verbindungen, also meine Aufschlagbindungen auf die Saiten, so ein, dass es klingt, wenn ich total überwältigt bin und in diese Situation hineinstolpere, ja? Also aber auf eine weiche Wolke falle dabei. Ja? Und hier ist ganz wichtig, das erste Hammer-on ist ein Grace-Note-Hammer-on, sehr schnell, also stolpernd und ja, ziemlich plötzlich, ja, ganz schnell. Und das zweite habe ich gewählt als gleichmäßige Sechzehntelnoten. Und die Sechzehntelnoten sollen hier wirklich auch gleichmäßig ausgespielt werden. Und dann lasse ich mir hier etwas Zeit, ich bin hier ein bisschen Freetime-mäßig und unterwegs und setze dann ganz unverhofft den Grundton D nochmal ein, ja, also aber auch ganz leise gespielt. Schwierig ist hierbei, dass man diese beiden Hammer-Ons unterscheidet. Die finde ich aber sehr, sehr wichtig. Und hier kommt unser Akkord, um den es geht, den D-Sus 2 Kreuz 5. Wir haben nichts anderes als den Grundton hier, die D-Saite gezupft mit dem Daumen. Und dann zupfen wir weiter mit unserer klassischen Zupftechnik. Mit Zeige, Mittel, Ringfinger auf den Diskantseiten. Und haben hier von dem zweiten Bund auf den dritten Bund ein gleichmäßiges Hammer-On. Ja? Hier bin ich schon drin im Spiel und brauche nicht mehr stolpern, sondern schlendere durch die Töne durch. Ja, also ich schlendere im Vorbeigehen auf diesen Ton drauf, um den es hier geht, um diese spannungsreiche, übermäßige Quinte. Ja. Und den Sus 2, den lasse ich wieder ausklingen, ja, dass man ihn schön wahrnimmt. Und ganz am Ende des Taktes auf 4 und ganz am Ende des Taktes spiele ich die Note D und die Note A ist nochmal mit rein. Als Hinführung auf meinen D-Grundton im dritten Takt. Ja, und hier kommt eine Veränderung. Wir haben denselben Akkord wie im ersten Takt, aber ich spiele ihn nicht gleich. Das mache ich mit Wiederholungen sehr oft so. Ich habe das von John Mayer gelernt. Der spielt, wenn er was wiederholt, das zweite Mal immer anders. Und dieser Trick ist so geil, er klingt dadurch immer interessant. Ne? Ja, und jetzt bin ich eben hier. Picking und der Akkord hat viel Ähnlichkeit mit dem ersten Takt, aber er ist doch anders genug, um dem Zuhörer eine Überraschung zu servieren. Ne? Und darum geht es. Und hier in den Noten mit Haltebögen wird der Ton über die schweren Zählzeiten drüber gehalten und dadurch entsteht dieses Sphärische, diese Stärke, obwohl es so schwach klingt eigentlich und leicht klingt, ne? Aber es ist eben eine Stärke da drin. Und hier, naja, hier tobe ich mich ein bisschen harmonisch aus. Hier habe ich ein D7 von den Harmonien her. Das ist so ein bisschen aus dem Blues herauskopiert. Und ich zupfe hier arpeggiiert drüber, um diesem ganzen Song gerecht zu werden. Ja, also ich nehme den Akkord in den Griff, den D7. Ja, zupfe einmal drüber in Viertelnoten. Dann gehe ich hier auf den vierten und dritten Bund. Das ist eine Umkehrung des klassischen G-Dur-Akkordes. Ich habe die D-Saite, was normalerweise meine Quinte ist, die habe ich jetzt im Bass. Habe anschließend die Terz und hier den Grundton des G-Dur, also einfach ein G-Dur umgekehrt. Und hier wechsle ich rüber auf den besagten Ton über die übermäßige Quinte. Die spiele ich nochmal mit der Quarte vom D. Hier kann man eben auch sagen, es ist ein D-Sus 4 Kreuz 5. Ja? Also ein D-Sus 4 mit einer Alteration, so ähnlich wie im zweiten Takt, bloß wieder mit einer Variation drin. Und gehe dann zurück auf meinen D7, der auch Spannung hat, aber eben nicht in diesem Maße, nicht diese Movie-like-Spannung. Ja.